Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Überblick über die neuen Mounts aus Battle for Azeroth geben. Und zwar wollen wir erstmal die Mounts angucken, die jetzt schon im Mount Journal drin sind, beziehungsweise wollen wir uns dann auch schauen, was für Mounts quasi schon gedatamined worden sind und vielleicht in Zukunft noch kommen werden. Und das alles als allererstes beginnen mit zwei Mounts, die wir uns eigentlich jetzt schon erspielen können, beziehungsweise eins davon zumindest. Wir haben nämlich einmal hier den Widder der Dämmerschmiede und das ist nämlich ein neues Paladin-Mount und das kriegen nämlich nur Paladine, die Zwerg sind. Also Zwerg-Paladine ist auf jeden Fall ein richtig schicker Widder. Ich bin auf jeden Fall kein Widder-Freund im normalen Sinne, aber für den hier habe ich mir sogar einen Zwerg-Paladin erstellt und habe den sogar noch auf Level 20 gespielt. Dann kriegt ihr nämlich euren schicken Widder schon und könnt euren Paladin weiterspielen oder liegen lassen. Das bleibt sich vollkommen gleich. Ihr seht, ich bin mit dem Char hier 34. Ein zweites nettes Mount, was wir uns erspielen können, wenn das Addon raus ist und man so ein bisschen Ruf gefarmt hat, ist hier ein weiterer Widder mit dem ähnlichen Model, aber mit einer bisschen anderen Farbgebung. Und zwar ist das der Widder der Dunkelschmiede. Und den bekommt man, wenn man einen Dunkeleisenzwerg Paladin sich spielt, auch auf Stufe 20. Oder man ist ja eigentlich instant Stufe 20 mit einem verbündeten Volk. Von dem her würdet ihr ihn quasi dann bekommen. Ja, wo wir schon bei den Dunkeleisenzwergen sind, haben die natürlich auch einen Fraktionsmount. Und zwar ist das hier der Dunkeleisen-Kernhund. Und ja, so ein ähnliches Mount kennen wir schon, bloß ein bisschen breiter gebaut. Hier haben wir es in der schmaleren Version. Das wird euch in diesem Dungeon-Compendium quasi nicht angezeigt, oder im Mount-Compendium besser gesagt. Das erhält man quasi dann, wenn man sich den Zwerg erstellt und vorher natürlich auch das Achievement bereits erspielt hat. Da muss man natürlich wieder den Ruf bei den neuen Fraktionen haben. Ich glaube, bei der Allianz ist es bei der 7. Legion. Dann haben wir natürlich auch noch ein zweites Mount bei den Magar-Orks. Und zwar ist das der Terrorwolf der Magar. Man sieht hier, dass sie extrem an den Texturen gearbeitet haben. Es ist alles viel feiner. Es ist ein richtig, ja, richtiger HD-Wolf quasi. Und der sieht schon richtig, richtig schick aus. Was natürlich dann nicht fehlen darf, ist das Mount von den Zandalari-Trollen. Das ist der Zandalari, das Zandalari Dreihorn. Das ist jetzt auch schon in den Spieldaten gefunden. Zandalari-Trolle wird man aber noch nicht zu Release von Battle for Azeroth spielen können. Die werden später dazu kommen. Und ja, die Kul'Tiras-Menschen sollen auch noch kommen. Was denn ihr Mount ist, ja, ist leider noch nicht bekannt, aber ich denke mal, im Laufe des Addons werden wir da sicher auch noch ein schickes Mount sehen. Und ich nehme immer ganz stark an, dass es sich wahrscheinlich um ein Pferd handeln wird. Ja, dann kommen wir zu drei Mounts, die wir aus mythischen Instanzen bekommen. Und zwar sowohl aus der Mythisch Plus 0, die ihr einmal pro Woche machen könnt, als auch aus der Mythic Plus Chest. Und im Moment geht man davon aus, dass sie etwa eine 1%ige Drop-Chance haben. Heißt, wenn ihr gut Mythic Plus Dungeons farmt, werdet ihr sie früher oder später bekommen. Und zwar haben wir da einmal den Grabschleicher. Den bekommt ihr aus die Königsruhe. Dann haben wir den Haihappen. Das ist hier dieser Papagei. Und den bekommen wir aus dem Freihafen. Und der letzte ist hier der Tiefenpfuhl-Krog, den wir aus dem Tiefenpfuhl bekommen. Wer hätte es gedacht? Und der ist richtig, richtig schön hässlich. Und genau deswegen würde ich ihn ganz gerne haben, weil es auch ein komplett neues Model ist, ne? Hier einen Raptor hat man gesehen. Das ist zwar auch ein sehr, sehr cooles Model. Sieht so ähnlich aus wie das Mount, was man von der Collector's Edition bekommt. Ein bisschen weniger farbträchtig, aber dafür in diesen matten Farben hat es einen ganz anderen Charme nochmal, wie ich finde. Papagei, gut, hat man vorher nicht als Mount gehabt, aber ja, ist jetzt nichts so Specialiges, aber das Viech definitiv ist richtig, richtig hässlich und ich will es haben. Und ja, muss mal gucken, was es dann für eine coole Laufanimation hat, sobald ich das Viech dann einmal besitze. Ja, dann kommen wir noch zu zwei Mounts, die ihr euch jetzt noch im Pre-Patch erspielen solltet. Und zwar haben wir einmal den Hypogreifen von Teldrassil. Den bekommt man über das Pre-Event, und zwar den Krieg der Dornen. Den solltet ihr einfach einmal an der Dunkelküste durchspielen. Dann bekommt ihr hier als Allianzler diesen schicken Hypogreifen, der ja sehr, sehr feine neue Texturen hat. Ich bin zwar jetzt nicht unbedingt ein Hypogreif-Fan, aber ich muss zugeben, der ist auf jeden Fall sehr schick. Vor allem, wenn man im Hintergrund so ein bisschen diesen brennenden Baum als Panorama hat. Und natürlich geht man als Hordler nicht leer aus. Und zwar haben wir als Hordenchar einmal hier eine Fledermaus. Und zwar ist es die Seuchenfledermaus von Unterstadt.
Und die bekommt ihr sogar auch als Allianzler, wenn ihr die Questreihe einmal gemacht habt, kriegt ihr quasi sowohl den Hippogreifen als auch die Fledermaus und umgedreht bei der Horde auch. Also ihr müsst nur mit einem Char theoretisch diese Questreihe durchspielen. Ja, auch im PvP-Bereich haben wir wieder zwei schicke Mounts pro Fraktion spendiert bekommen. Und zwar sind das beides Sättel-Mounts, die man quasi über den schrecklichen Sattel erspielen kann. Und falls ihr nicht wisst, wo ihr den schrecklichen Sattel herbekommt, ihr müsst in einer Arena-Season im gewerteten 3 vs. 3 100 Wins machen oder quasi einmal 40 Wins im RBG erspielen, bekommt einen schrecklichen Sattel, könnt euch dann einen Mount aussuchen bei dem NPC bei Allianz hinter mir in SW. Oder bei der Horde werde ich aber gleich nochmal zukommen. Und die beiden neuen, die es quasi gibt, sind hier einmal das boshafte Kriegsflussbiest. Das ist so ein Hypo-Viech, sieht ganz nett aus. Ich weiß nicht, ob das jemals irgendwer reitet. Vielleicht wird ein Zwerg drauf gut aussehen. Ich weiß es nicht. Und das zweite ist hier boshaft der Kriegsbasilisk, der eigentlich ganz cool aussieht. Bloß die Horde kriegt irgendwie den gleichen, bloß in Rot, was ich ein bisschen schade finde. Und nein, man kann die im Moment noch nicht kaufen. Ich habe noch Sättel über. Im Moment kann man nur die ganzen alten kaufen. Und anscheinend wirklich, wenn die Season beginnt, dann wird man wahrscheinlich erst die beiden neuen sich kaufen können. Weil man konnte diese Sättel quasi horten, ja. Und jetzt sind wir quasi parallel dazu auf der Hordenseite hier in Orgrimmar. Und dort haben wir auch wieder unseren Händler stehen, hier hinter uns. Und hier gibt es nämlich auch wieder zwei neue Mounts, auch für die Sättel. Und zwar einmal den boshaften Kriegsbasilisken, den kennen wir ja schon von der Allianz hier. Das gleiche, bloß einmal in Rot. Und das zweite, was wir haben, was relativ cool aussieht, ist das boshafte Kriegsgruf-Holl. Und das ist doch ein ziemlich sickes Mount. Das erinnert mich so ein bisschen an das von Blackhand. Und ja, das würde ich als Hordler auf jeden Fall reiten, muss ich zugeben. Vor allem, wenn man Taure ist und das Ding dann riesengroß wird, damit übers BG streifen, hat bestimmt was. Ja, in den Gamefiles hat man jetzt auch schon ein paar Gladi-Drachen gefunden. Und zwar sehen die eigentlich alle relativ gleich aus, außer mit dem kleinen Unterschied, dass sie quasi eine andere Farbgebung haben. Und zwar haben wir einmal hier den goldenen Protodrachen des Gladiators. Ist relativ klar, dass das wahrscheinlich ein Gladi-Drache wird, also quasi die Belohnung für die Leute, die auf den Gladiator-Titel hinspielen. Welche Season jetzt welcher Drache ist, weiß ich leider noch nicht, das müssen wir mal abwarten. Dann haben wir hier den schwarzen Protodrachen des Gladiators. Man sieht natürlich, die haben auch das Model von den Protodrachen hier wesentlich verbessert. Die letzten haben wir ja quasi in Wrath of the Lich King bekommen, da war das Ganze noch ein bisschen einfacher gestaltet. Hier sieht man auch die Schuppen schon ein bisschen feiner und auch die Armor sieht ziemlich nice aus. Also der schwarze wäre auf jeden Fall was für mich. Dann haben wir hier als nächstes den grünen. Der ist, wie ich finde, der schönste von den ganzen. Lustigerweise haben die irgendwie nur hier an der Seite so ein kleines Guckloch. Ich weiß gar nicht, ob der nicht gegen die Wand fliegt. Das müsste man nur abwarten. Dann haben wir hier noch den Bleichen. Der ist jetzt, naja, nicht so ganz mein Fall. Dann haben wir einmal den Violetten, der, wie ich finde, eher mehr blau als violett ist. Und zu guter Letzt haben wir dann einen wirklich blauen, der hier oben dann wieder violett ist. Also irgendwie der Violette und den Blauen, da ist jetzt nicht ganz so viel Unterschied. Ja, ein bisschen dunkler ist der Violette als der Blaue. Aber sehen auf jeden Fall sehr cool aus. Und ja, für die Leute, die gut genug sind, auf den Gladiator-Titel zu spielen, können sich auf jeden Fall freuen, dass sie ein sehr, sehr, sehr schickes Mount kriegen. Welches das erste, also in der ersten Season gibt, keine Ahnung. Aber ich denke mal, über die ganzen Seasons, die dann in Battle for Azeroth kommen werden, werden wir sicher das ein oder andere wiedersehen. Ja, als nächstes kommen wir zu den Mounts, die wir in den Warfronts spielen können. Und zwar sind es insgesamt sechs Mounts. Vier für beide Fraktionen. Eins für Horde Only, eins für Allianz Only. Ihr werdet aber gleich sehen, es ist nicht viel um zwischen dem Allianz Only und dem Horden Only Mount. Wir haben als erstes, was beide kriegen können, die düste Schwinge der Bleichborken. Das ist so eine nette Fledermaus. Sieht ganz cool aus, vor allem für Allianzler ist das vielleicht mal was. Wir haben nicht so viele Fledermäuse, die fliegen können. Als zweites haben wir einen Esel, der sich Eselchen schimpft. Sieht schick aus, vor allem hier mit der Mähne quasi. Macht schon was her. Vor allem, da sieht man natürlich auch wieder das neue HD-Model der Pferde. Ist auf jeden Fall ein bisschen schicker als die uralt Allianz-Gäule, die man quasi sonst so gewohnt ist. Dann haben wir den Schädelreißer. Es ist quasi ein Raptor und zwar komplett blank. Also da ist nicht mal ein Sattel drauf. Da tut man sich ganz schön bestimmt den Arsch wund reiten.
Und als letztes haben wir noch den schnellen Albino-Raptor. Der sieht, ja, ist ein Albino-Raptor, genauso wie der aus der Insel der Riesen, den man sich dafür diese Knochen zusammenkaufen konnte. Bloß hier mit ein bisschen Federn und ein bisschen mehr Rüstung, glaube ich, als der alte Albino-Raptor. Und dann das letzte ist quasi das Only Ali Mount. Das ist hier der Hochland-Mustang. Und ja, der hat hinten so eine schöne Allianzflagge drauf. Und da können wir auch gleich einmal vergleichen. Die Horden-Variante heißt gezähmter Hochland-Mustang. Und seht ihr, die hat einfach eine Hordenflagge hinten drauf. Hier so ein bisschen Knochen, ein bisschen ein Sattel, der ein wenig anders aussieht. Und es hat nicht so viele Flecken, aber es hat das gleiche schicke Model. Und die Mähne ist echt super. Also ganz ehrlich, ich bin jetzt kein Pferdefreund, der 10.000 Gäule braucht. Ja, aber man muss schon sagen, es sieht schon geiler aus. Und wenn man es mal so anguckt, hat der eigentlich einen Sidecut? Der Gaul hat einfach einen Sidecut. Der Gaul hat halt eine bessere Frisur als ich, ne? Das ist schon traurig. Das ist schon richtig traurig. Naja, das ist die Horde-Variante. Und wie gesagt, die Allianz-Variante ein bisschen schlichter, ja? Aber dafür hat sie Flecken, ne? Dafür hat sie Flecken. Ja, dann kommen wir zum nächsten Topic und zwar zu den 5 Mounts, die wir von den Island Expeditions bekommen. Und zwar als allererstes sehen wir haben eine schicke Qualle, die Gischqualle. Und der ein oder andere denkt sich bestimmt, ah, so ein ähnliches Viech habe ich schon mal gesehen. Die habt ihr auch schon in einer gewissen abgeänderten Farbgebung vom ersten Rätsel-Mount bekommen. Und zwar gab das ja hier bei diesem Cosmo der Hungernde auf der Insel vom Ashara-Raid quasi so eine ähnliche Qualle. Und die sitzt ein bisschen recolored, ist ganz schick, aber ich muss sagen, so Recolors sind immer nicht ganz so meins. Das zweite Mount ist auch wieder ein Recolor, und zwar haben wir hier den Klippenhornspringer. Und wenn ihr ja so in Warlords of Draenor ein bisschen aktiver wart, wisst ihr, das Challenge-Mode-Mount sieht quasi genauso aus, mit dem kleinen Unterschied, dass das komplett weiß war. Und dann gab es ja nochmal bei diesem Winterhoch-Event auch nochmal in Warlords of Draenor eine schwarze Farbvariante. Wie gesagt, ich fand die weiße eigentlich am coolsten, die schwarze am zweitcoolsten und das ist jetzt eher so mein Platz 3, wobei hier ein bisschen schwarz ist es ja auch, zumindest am Hintern. Ja, sieht fast so aus, als ob er eine Verkleidung anhat, dieses Viech. Aber vielleicht will jemand lieber ein braunes haben und ganz schlecht ist es auf jeden Fall nicht. Als drittes haben wir hier Krecht, das ist wieder so ein Papagei, hatten wir ja vorher schon einen gesehen. Haben wir zwar vorher noch nicht im Spiel gehabt, ein Papagei-Mount, aber ich so, sonderlich specialig finde ich es ehrlich gesagt nicht. Als viertes haben wir einen Quillen und zwar Quinjus ewiger Hund. Und ja, ich habe es hingekriegt, es richtig auszusprechen. Das ist, denke ich mal, ein recht cooles Mount, weil wir so einen Quillen bis jetzt meines Wissens nach noch nicht als reitbares Viech hatten. Und ja, sieht bestimmt nett aus. Ich nehme mal an, dass das Ding auch eine Fluganimation hat. Wir werden es sehen. Und das Letzte, was wir jetzt noch haben, ist ein Drache. Zwielichtsrächer heißt der. Und der sieht irgendwie eins zu eins genauso aus wie der Drache, den wir aus dem Obsidian-Sanktrum, Obsidian 3D, wo man damals quasi die drei Drachen stehen lassen musste und die beim Bosskampf mit eingegriffen sind. Und der sieht wirklich eins zu eins genauso aus. Vielleicht ein bisschen eine andere Farbgebung. Ja, ist ein bisschen schade, dass viele Recallers dabei sind. Der Quillen ist auf jeden Fall eine coole Sache und auf den freue ich mich auf jeden Fall schon. Ja, als nächstes kommen wir dann zu den Achievement Mounts. Und zwar haben wir wieder eine ganze Palette an neuen Mounts. Als allererstes möchte ich euch hier den blutgesättigten Krog zeigen. Und zwar ist das das Mount, das wir quasi für das Raid Meta Achievement bekommen. Ruhm des Schlachtzüglers von Uldir. Sieht so ähnlich aus wie das Mount, das ich euch vorhin schon mal gezeigt hatte. Ein bisschen eine andere Farbgebung. Ist aber Minimum genauso hässlich wie das andere. Also, ja. Schaut euch das an, schaut in seine süßen Augen, es ist auf jeden Fall hässlich. Das zweite Mount ist hier der Obsidian Krolusk und das ist mal ein komplett neues Model. Ja? Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Man möchte seine Hand da auf jeden Fall nicht reinstrecken. Man bekommt das auch für ein Meta-Achievement und zwar ist das Dungeon-Meta-Achievement, wenn ihr die ganzen Achievements in den 5-Mann-Mythic-Dungeons gemacht habt. Das dritte, das ich euch zeigen möchte, ist ein schickes Einhorn. Und das Model kennen wir auch schon aus Val'Shara, aus der Emissary Bag, beziehungsweise der großen Emissary Bag. Und das ist hier der Reinherzrenner. Und das bekommt ihr für 100 ehrfürchtige Fraktionen.
Ich hatte euch ja im Vorfeld jetzt schon öfter Videos gezeigt, wie viele Fraktionen ihr maximal im Moment haben könnt. Da war ja auch dieser Gelkens-Makran-Trick mit dabei. Wenn ihr quasi die Fraktionen jetzt alle auf Ehrfürchtigt habt und dann die neuen, die in Battle for Azeroth kommt, auf Ehrfürchtigt haut, dann kriegt ihr quasi dieses schicke Mount. Ihr müsst wirklich alle haben und das mit einem Char, ja. Also es ist nicht Battle.net-Account gebunden, sondern ihr müsst es mit einem Char haben. Sprich, jetzt vielleicht noch ein bisschen farmen wird sich lohnen, wenn ihr das schicke Mount haben wollt. Und das Letzte, was ich euch jetzt hier zeigen möchte, ist genauso ein Mount wie hier das hier auch. Ihr seht, das ist bloß eine andere Farbgebung. Und zwar ist das Sensenschlund des Eroberers. Und das bekommt ihr für das Achievement Eroberer von Azeroth. Das ziehe ich euch jetzt hier mal rein. Das ist ein PvP-Achievement. Und was müsst ihr für machen? Ihr seht, ich habe drei schon abgeschlossen. Ich habe Kopfgeld schon abgeschlossen. Da müsst ihr 10 Kopfgelder einmal einsacken. Das sind diese kleinen Säckchen von den Leuten, die 10 Kills quasi erwirtschaftet haben im Open PvP mit Warmode an und dann diesen Buff drauf haben und irgendwann werden sie dann als Kopfgeld gemarkt und wenn man die umhaut und das Säckchen lootet, was ich ja schon getan habe, dann bekommt man quasi dieses Achievement. Dann gibt es hier Brüder im Kampf, da muss man einige Sachen quasi im PvP-Modus mit jemandem in einer Zweiermann-Gruppe bzw. bis zu Fünfmann-Gruppe erledigen, eine World-Quest machen, einen Gegner im PvP töten, lauter so ein Zeugel. Dann Kriegsvorräte, dann muss man diese Airdrops, also diese Kisten, die von oben runtergeschmissen werden, aufsammeln und dann haben wir hier noch einen Haufen Einsätze, genau in 6 Gebieten. Da muss man einfach 1000 Ehre in dem jeweiligen Gebiet sammeln. Dann kriegt man dieses Achievement. Quasi die drei könnt ihr jetzt vor Battle for Azeroth schon machen. Das hier natürlich, weil ihr in die Gebiete noch nicht kommt, mit 1000 Ehre danach. Ich kann euch aber sagen, 1000 Ehre in einem Gebiet erwirtschaften müsste jetzt nicht ganz so schwer sein. Und deswegen denke ich mal, wird man an dieses Mount relativ schnell rankommen und auch schneller als jetzt an die Dungeon-Erfolge, kann ich mir vorstellen. Weil die müsst ihr ja im mythischen Modus bzw. dann im Mythic Plus machen, die Dungeon-Erfolge. Das eine könnt ihr ganz bequem einfach Open World, paar Leute umklopfen. Dann geht das, denke ich mal, relativ schnell. Die nächsten Erfolgsmounts sind hier einmal drei, die ich schon habe. Und zwar ist das einmal der prestigeträchtige blutgeschmiedete Renner. Das ist das schicke Mount hier. Und das bekommt man, wenn man seine Ehrenstufe auf 500 gebracht hat, also sprich diese Stufe. Ich habe die ja schon jetzt im Pre-Patch voll gemacht durch diesen kleinen Trick, den ich da quasi rausgefunden habe, der aber ein bisschen umstritten ist, um das jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Das zweite Mount, was ich euch zeigen wollte, ist hier dieses Schicke, und zwar ist das der beißende Frostsplitterkern. So ein Mount kennt ihr ja sicher bestimmt schon. Es hat das gleiche Model wie das Gul'dan Normal Mount, beziehungsweise das Grüne, das man in allen Schwierigkeitsstufen kriegt, und das Rote, das quasi man nur im mythischen Schwierigkeitsgrad bekommt. Und hier haben wir auch eine nette Animation. Er nimmt seinen Kopf in die Hand, wirft ein bisschen rum und setzt ihn sich quasi wieder auf. Das, wie gesagt, Mount für 350 Reittiere. Und das letzte, was wir haben, ist dann das Mount für 400 Reittiere. Und zwar ist das die rasende Teufelskralle. Und das ist auch ein quasi Recaller-Mount. Das gibt es ja auch schon zweimal. Und zwar einmal haben wir bei Alexstrasza in Firelands die rote Variante davon und dann haben wir noch die lila Variante in Draenor, wo wir dadurch so ein Portal gehen müssen und ja, das ist, denke ich mal, die seltenste von den drei Varianten, die lila in Draenor. Aber grüne ist auch schick, leider zwar nur ein Recolor, aber trotzdem nicht zu verstoßen hier das Ding. Ja, als nächstes möchten wir uns dann mal Mounts angucken, die wir uns beim Händler kaufen können. Und da seht ihr schon ein ganz nettes. Ich habe mir das auf dem Beta-Server nämlich schon gekauft. Das ist der Karawanen-Brontosaurus. Und ihr seht schon, der ist wesentlich größer als viele andere Mounts. Und ja, man bleibt damit an jedem scheiß Tor hängen. Ja, also selbst durch diese Burgtore hier unten komme ich mit dem Ding nicht durch. Es ist sehr unpraktisch. Kostet 5 Millionen Gold. Mittlerweile auch nicht mehr verringerbar durch irgendwelchen Ruf. Sieht auch ganz lustig aus, wenn es läuft. Das ist so ein bisschen tapsig, das Ding. Seht ihr das? Und der Vorteil an dem Teil, es hat nicht nur einen Händler drauf, wo man quasi reparieren kann und sich einen Haufen Zeug, oh, hier, schau mal, hier kann man sogar irgendwas für 5000 Gold kaufen, sondern wir haben zusätzlich noch ein Auktionshaus drauf und ich kann jetzt hier irgendwas im Auktionshaus suchen und mir theoretisch irgendein Stuff im Auktionshaus einkaufen. Ist eine recht schicke Sache, würde ich sagen.
Das zweite Händler-Mount, das wir haben, ist hier das Fahle Terrorhorn. Und ja, das Model kennt ihr schon, sieht ziemlich genauso aus wie die Terrorhörner, die wir schon einmal aus Mist of Pandaria bekommen haben. Und das bekommt man bei dem gleichen Händler wie schon unser großes Auktionshaus-Mount. Und zwar sind wir hier in Boralos, beziehungsweise drüben in der anderen Hauptstadt quasi von den Zandalari-Träumen bekommt man es auch. Hier bei der Allianz ist es hier vom ausgefuchsten Nick. Und wenn wir mit dem einmal quatschen, seht ihr, dass wir hier einmal unser Karawanen-Mount haben. Dann das Fahle Terrorhorn, das kostet 5 Millionen, das kostet 500.000, ein bisschen günstiger. Und dann haben wir noch ein Pet für 100.000, das ist einfach auch nochmal so ein kleiner Dino. Ja, dann kommen wir als nächstes zu drei Mounts, die anscheinend Gebiet-Drops sind. Und zwar haben wir als erstes den Dünenaasfresser, der scheint ein Gebietsdrop in Voldum zu sein. Ich habe schon von Leuten gehört, dass der anscheinend von diesen Schlangenmenschen droppen soll. Ob das stimmt oder ob der wirklich im ganzen Gebiet droppt, ist bis jetzt noch nicht klar. Aber die meisten haben gesagt, sie haben ihn von diesen Schlangenmenschen gekriegt. Und ja, da muss man mal abwarten. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schicke Hyäne, die so ja Stacheln raus hat und lauter Schädel hier an der Seite noch dran hat. Ich denke mal, das passt relativ gut nach Voldum und ich werde mir das auf jeden Fall erfarmen. Ich habe auch gehört, dass diese Mounts auch handelbar sind, also sprich, man kann sie auch sogar im Auktionshaus verkaufen. Ist, denke ich mal, auch eine schicke Quelle, um an Gold zu kommen. Das nächste, was wir haben, ist der springende Venensucher und der sieht ziemlich hässlich aus und sieht so aus, ob er wahrscheinlich fliegen kann. Zumindest ja, hat er so Hautfetzen zwischen seinen Krallen und es könnte sein, dass er es aufspannen kann und fliegen kann. Auf jeden Fall ein Viech aus Albträumen und da tropft auch überall das Blut schon runter. Das Ding droppt in Nasmir und anscheinend, so was ich gehört habe, droppen das die Bluttrolle. Vielleicht ist es auch ein Komplettgebiet-Drop, man weiß es nicht. Das werde ich mir auf jeden Fall auch farmen und auch das soll anscheinend handelbar sein. Und das letzte von den drei Gebietsdrops ist hier verängstigter Packmuli. Und das ist einfach, ja, so ein kleiner Muli. Haben wir vorhin schon einen gesehen. Und der hat jetzt aber hier noch zusätzlich, ja, so ein bisschen Körbe und andere Sachen mit hinten drauf. Sieht ganz nett aus. Und dieser soll in Drustvar droppen. Da habe ich noch gar keine Informationen, ob da vielleicht nur bestimmte Mobs den droppen. Aber anscheinend auch ein Gebietsdrop. Ja, das nächste Mount, was wir uns angucken wollen, haben wir nicht in der Mountliste drin, denn das ist ein Hidden Mount. Es ist nämlich wieder eins von diesen Rare Rätsel Mounts. Und zwar haben wir hier die Blutschlange von Yasyatar. Und die sieht schon wieder genauso aus wie die andere, bloß halt in der anderen Farbgebung. Ist recht cool, dieses Rot. Ich hätte mir aber gewünscht, dass es weniger Recolors gibt und mehr richtige Mounts. Aber ich denke mal, die Rätselreihe wird wieder relativ spannend sein. Ich denke mal, die Rätsel-Community ist da schon dran, wenn es noch nicht schon eh geknackt hat. Und ja, sobald das quasi live ist und ich selbst gemacht habe, wird es dann natürlich auch wieder ein Video von mir geben. Aber hier schon mal seht ihr quasi, wie das schicke Mount aussieht. Ja, als nächstes kommen wir dann zu den Rufmounts. Und zwar haben wir da insgesamt pro Fraktion 3 bzw. 6. Warum 3 bis 6 werde ich gleich erklären. Jetzt kommen wir erstmal zu den 3, die wir sicher bekommen. Und zwar haben wir einmal den Apfelschimmel bei der Allianz. Und zwar kriegen wir den von der Sturmwacht, wenn wir ehrfürchtig sind bei der Fraktion. Und das Ganze kostet uns 10.000 Gold. Als zweites haben wir dann Hengst der Admiralität. Den bekommen wir bei der Prachtmeer-Admiralität auch für 10.000 Gold. Ist quasi das Ganze nochmal in Weiß. Und hier hat auch diesen schicken Sidecut, beziehungsweise die Mähne auf eine Seite gekämmt. Gefällt mir ganz gut. Ist ein bisschen schade, dass auch das dritte Mount bei der Allianz wieder ein Pferd ist. Sieht zwar auch sehr, sehr schick aus mit dem neuen Model, aber drei Pferde finde ich ein bisschen langweilig und die Horde hat es da ein bisschen besser. Und das dritte hier im Bunde ist Nebelgraues Streitross und das bekommen wir vom Glutorden auch für 10.000 Gold. Sprich, wenn ihr 30.000 Gold habt, beziehungsweise einen dicken weniger, weil ne, ihr kriegt ja einen Rabatt, wenn ihr den Ruf habt, habt ihr alle drei Allianz-Gäule quasi einmal eingeheimst. Dann schauen wir die Pardons mal von der Horde an. Und zwar haben wir hier auch wieder drei Mounts. Hier ist ein bisschen mehr Abwechslung dabei. Und zwar haben wir einmal die Alabaster-Hyäne, sprich komplett in Weiß oder für Fachleute in Alabaster gehalten. Und die bekommen wir für 10.000 Gold, wenn ihr ehrfürchtig seid, bei den Voldunai. Ist ein schickes Mount auf jeden Fall. Vorher hatten wir ja schon so eine Hyäne gesehen. Die weiße gefällt mir aber sogar einen Ticken besser. Das zweite Mount, was wir haben,
kennen wir ja auch vom Model jetzt schon so ein bisschen, und zwar ist es der Blutschwärmer der Expedition. Und das bekommen wir bei Talanis Expedition. Auch ehrfürchtig müsst ihr hier sein und es kostet euch auch ebenfalls 10.000 Gold. Und das letzte im Bunde ist das Kobold Pterodax. Das bekommen wir beim Zandalari Imperium und das sieht sehr, sehr cool aus. Wir kennen zwar so ein Mount Model schon, aber jetzt nicht mit diesem goldenen Aufbau vorne. Und mit diesen Verzierungen sieht das schon mal noch ein bisschen cooler aus als das Mount, das wir damals aus dem Thron des Donners, glaube ich, war es, als Raid Achievement Mount bekommen haben. Kostet hier aber auch 10.000 Gold. Ja, dann kommen wir noch zu sechs anderen Mounts, die eigentlich auch Rufbelohnungen sein sollten. Nur hat Blizzard sich da anscheinend umentschieden. Und zwar ursprünglich war aber jeder Fraktion nicht nur bei der Allianz jetzt ein Bodenreittier drin, sondern auch noch ein Hypogreif, nee, ein Greif, nicht ein Hypogreif. Und die haben sie jetzt aber wieder rausgenommen. Die Dinger sind aber immer noch in den Spieldaten drin und vielleicht bekommt man sie jetzt nicht mehr über den ehrfürchtigen Ruf, sondern über eine Questreihe, über vielleicht auch eine Paragon-Kiste, man weiß es noch nicht genau. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal diese sechs Mounts noch an und ja, sagen, wo man sie genau kriegt, kann ich leider im Moment nicht. Das erste von den sechs Mounts ist einmal der Prachtmeer-Seespeer. Das sollte man eigentlich von der Prachtmeer-Admiralität auf ehrfürchtig kriegen. Und ist hier so ein bisschen ein Hypogreif in grünem Geschirr quasi. Den zweiten Greif, den wir hier sehen, sieht vom Model genauso aus. Haben wir den Küstenwächter von Sturmsang. Das ist das gleiche Mount quasi mit einem blauen Geschirr. Und der letzte im Bunde ist hier mit einem bisschen dunkler gehaltenen Geschirr. Und zwar haben wir den düsternen Kronsteiggreifen, der ist so ja im Schwarz, Schwarz-Silber quasi gehalten. Sehen alle drei ganz schick aus und ja, es bleibt abzuwarten, wo man die quasi herbekommt. Und selbiges ist dann auch bei der Horde. Da sind es auch wieder drei Mounts, die alle drei quasi dasselbe Model haben, aber eine andere Farbgebung. Und zwar haben wir den gepanzerten orangefarbenen Pterodax. Das ist dieses schicke Mount. Dann haben wir den gepanzerten Albino Pterodax. Das ist der hier. Und den letzten im Bunde haben wir hier gepanzert, der tiefschwarze Pterodax. Und wie gesagt, auch die sollten eigentlich bei den vorher genannten drei Ruffraktionen je bei jedem eins geben, aber anscheinend sind sie nicht mehr drin, warum auch immer. Und es bleibt abzuwarten, wo man sie bekommt. Ja, dann kommen wir zu den Berufe-Mounts. Und zwar haben wir da insgesamt zwei an der Zahl. Und das erste, was wir haben, ist der Mecha-Mogul MK2. Und dieser droppt quasi beim Endboss in der Instanz, und zwar beim Endboss von der Instanz das Riesenflöz. Da droppt nicht direkt das Mount, sondern es droppt einen Plan für Ingenieurskunst. Der Ingi kann quasi den Plan lernen, kann das Mount herstellen und das Mount ist dann auch handelbar und ihr könnt es auch im Auktionshaus verkaufen. Und es ist kein Ingi-Only-Mount, sondern es kann quasi, zumindest jetzt auf dem Beta-Stand, jeder mit rumfliegen. Und ja, ich denke mal, der ein oder andere Ingi wird da relativ gut Gold machen können mit dem Ding. Das zweite Berufsmount, was wir haben, ist hier ein Angelmount. Und zwar ist es der Großmeerrochen. Und den könnt ihr einfach angeln. Soweit ich jetzt die Daten zusammengetragen habe, müsst ihr nicht in irgendwelchen speziellen Pools angeln, sondern könnt ihr anscheinend überall an der Küste angeln, wie ich es gehört habe. Aber auch hier, sobald ich es mir selber gefarmt habe, wird dann nochmal ein detaillierter Guide zugekommen, wie ihr es am besten macht. Und ja, müssen wir abwarten, quasi bis auf den Live-Server. So, jetzt gehen wir langsam aufs Ende zu. Und zwar möchte ich euch jetzt zum Schluss noch ein paar Mounts zeigen, die Blizzard wieder rausgenommen hat, beziehungsweise die zwar gedatamined worden sind, aber es noch nicht ins Spiel geschafft haben, beziehungsweise vielleicht irgendwann in Zukunft noch reinkommen. Als allererstes möchte ich euch hier diesen schönen Phönix oder in Anführungszeichen schönen Phönix zeigen. Und zwar sind das die Zügel des Spektralphönix. Und den sollte man ursprünglich für 100 ehrfürchtige Fraktionen erhalten. Blizzard hat sich aber nach so einem kleinen Shitstorm, weil das Mount halt fast genauso aussieht wie eins, was schon im Game ist, dazu entschieden, das abzuändern. Und ja, welches das ist, habt ihr ja quasi vorhin schon gesehen, was man für 100 ehrfürchtige Fraktionen bekommt. Das zweite Mount, was wieder rausgenommen worden ist, ist hier der stürmische Himmelshengst. Und der sieht so ähnlich aus wie das Hearthstone Mount, hat das ganz gleiche Model, ist nicht blau, sondern rot. Und den sollte man ursprünglich als 400 Mount Achievement kriegen. Blizzard hat das wieder abgeändert. Und ich muss sagen, hier ist es eigentlich Kopf wie gesprungen, weil das ist ein Recolor. Und das neue grüne Rabenfürst Mount, Anführungszeichen, ist auch ein Recolor. Deswegen hat man damit jetzt nicht so viel genommen, dass sie es getauscht haben. Vielleicht werden sie es irgendwo anders halt nochmal reinbasten. Wir werden sehen.
So, dann kommen wir noch zu ein paar Mounts, die zwar einmal gedatamined worden sind, wo man aber noch nicht weiß, wo sie gibt. Und ihr seht schon, hier haben wir wieder so ein Flying Nope quasi, das ja ein bisschen eine andere Farbgebung hat als die, die wir schon gesehen haben. Vielleicht kriegen wir die auch irgendwo mal als Mount gedroppt. Dann haben wir hier eine weitere Hyäne. Jetzt diesmal nicht eine, die so hell Kobold. Nee, hatten wir. Vorher hatten wir eine, die so komisch weiß war. Und jetzt haben wir hier eine komplett schwarze. Ehrlich gesagt, die weiße fand ich fast ein bisschen cooler als die schwarze. Aber wäre ein Mount mehr, vielleicht kommt es irgendwann noch mal mit rein. Dann haben wir hier eine weiß gefleckte mit ein bisschen braunen Mähne. Dann als nächstes haben wir wahrscheinlich ein Inji-Mount. Das gibt es sogar in verschiedenen Farben. Ich habe, glaube ich, gesehen, drei verschiedene Farben. Rot war noch dabei, in grün, gelblicher Ton war noch dabei. Sehen aber genauso aus, bloß quasi die Teile, die hier blau sind, sind dann in einer anderen Farbgebung. Dann haben wir ein Frosch-Mount, der Spross von Krakwei. Da haben wir auch wirklich quasi ein Item dazu auch, dass es ein Mount ist, aber wie gesagt, auch noch nicht im Spiel. Vielleicht kommt es dann irgendwo später dazu, lediglich in den Spieldaten. Und das ist ein relativ cooles Viech. Ich kann mir schon denken, so die Mount-Ability ist dann, dass er mit der Zunge irgendwas schnappt. Da wette ich mit drauf, ja. Da würde ich all mein Gold drauf wetten, dass das die Mount-Animation ist. Und wenn es das nicht ist, weiß ich nicht, dann gehe ich eingraben, Blizzard. So, dann haben wir eins der allercoolsten Mounts überhaupt, und zwar diese coole Biene. Und das wird definitiv ein Mount sein, weil da ist ein Sattel drauf. Also es muss irgendwann das Mount kommen. Wo es das Ding gibt, keine Ahnung. Es ist noch nichts bekannt dazu. Vielleicht kommt es dann auch erst in den späteren Patches. Aber das Ding muss ich haben. Das sieht richtig nice aus. So eine fliegende Biene, das hat was. Und dann haben wir noch zwei. Und zwar haben wir irgendwie so ein, ja, das sieht aus wie ein Seuchenvogel. Nicht sonderlich spektakulär. Und ich stelle mir gerade vor, wenn da ein Taurin drauf hockt. Also jetzt stellt euch vor, das ist der Seuchenvogel, der Taure ist etwa, machen wir es mal ein bisschen kleiner, der Taure ist bestimmt so groß, ja? Und da hockt es auf diesen kleinen Vogel drauf. Also, naja, gut. Ich glaube, das könnte ein bisschen zu Komplikationen führen. Und das Letzte, was wir haben an Mounts, ist hier der schicke Papagei. Und so einen hatten wir ja vorher schon gesehen. Der ist jetzt halt wieder ein bisschen anderen Farbgebung. Ich muss sagen, von den Papageien, die wir bis jetzt gesehen haben, finde ich den von der Farbgebung am coolsten. Und ja, mal schauen, ob man den irgendwo kriegen kann in-game, ob sie den noch irgendwo einbauen. Ich bin zuversichtlich, der hat auch einen Sattel oben drauf. Das werden sie sonst nicht ohne Grund so designt haben. Ja, das coolste Mount hatte ich jetzt fast vergessen. Und zwar ist das dieses Konstrukt, das uns so ein bisschen in Yogg-Saron erinnert. Wenn ihr wisst, was ich meine, das Gehirn da quasi in ihm drin, ja, oder in diesen Versionen, sah ja so ähnlich aus. Und das Ding heißt Schwarmbewusstsein. Wir wissen auch nicht, wo es das gibt im Moment, aber zumindest laut dem Text kann man da mit mehreren Leuten fliegen. Also anscheinend der ganze Schwarm kann mitfliegen, so wie man das rauslesen kann. Also ein Mehrspielerflugmount. Und auf WoW hat man zumindest hier Leute, die behaupten, dass anscheinend umso mehr Leute drauf sind, umso höher ist anscheinend die Fluggeschwindigkeit. Wird hier behauptet, ob dem wirklich so ist, keine Ahnung. Im Game ist es anscheinend noch nirgends aufgetaucht, ist es lediglich in den Daten drin. Ja, jetzt war es doch ein relativ langes Video. Mich hat es gefreut, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen oben gebt. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Und was mich jetzt noch freuen würde, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was euch am besten gefallen hat von den Mounts, euer Lieblingsmount von den neuen. Und ja, würde mich um eine rege Diskussion freuen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.